Hallo und herzlich willkommen zurück in der dritten Folge von Life is Strange Episode 4. Ich musste gerade etwas lachen, weil sich meine letzte Abmoderation ein bisschen angehört hat wie so ein Radiomoderator. Beim Nachtseelsorg-Radio. Keine Ahnung. So, hier haben wir noch ein paar Zettel. Choice is a food coupon, boss. Free Neom Neom Sausage. Was auch immer das ist. So, hier haben wir eine Jar mit changed Cookies. To spare anymore. Now it's back to cookies. Und dann schauen wir doch mal, ob wir hochgehen können. Und hoch, da war früher jedenfalls Rachels Joyce Zimmer. Joyce and William never had a garage sale before. Ja, die haben halt kein Geld. They're drowning in debt. Just to take care of their daughter. Such bullshit. $3,458. Krass. $1,250 pro Woche. Wahnsinn. Jetzt gehen wir hoch. Begleitet von einem Ladebild. Und hier war beim letzten Mal noch Chloes Zimmer. Und hier können wir überall nicht rein, glaube ich, oder? Oh, eine Toilette. Mit dem Lichtschalter, den machen wir mal an. Und dann schauen wir uns mal kurz hier um. Können wir in den Spiegel schauen. How's it going, Time Tripper? Funny. I think... Here it is. I never thought I'd be delivering morphine to my best friend. Tja. The bathroom looks almost the same. Just more medicine. Oh, jetzt schauen wir uns trotzdem noch mal kurz an. It's cool that Chloe uses natural medicine too. Das Morphium ist nothing schon here. Schon keine kleine Kleinigkeit eigentlich, ne? Wie duscht die sich denn? Das ist ja keine Behindertengerät. Ach, die hat ja ein eigenes Badezimmer. So, wir sind nett und machen das Licht aus. Ich glaube, hier können wir nicht mehr hin. It's all about you, Arcadia Bay, isn't it? So, hier können wir rein tatsächlich. Das ist das Schlafzimmer der Eltern. Mit der Mutter drin. Oh, Max, it is so nice to have you around. Sagte sie in einer bösen Stimme, während sie sich ein Heft anguckt. So, schauen wir noch ein paar Bilds an. Oh, no. I didn't realize how bad Chloe's injury really was. So, sie wird immer schlechter, rasant, schnell. Dadurch verliert sie Atem oder kann schlechter atmen. Your daughter is now of the brave, strong patients I've had and I'm proud to want. Oh man, also es hört sich sehr so an, als ob Chloe zwar sehr stark ist, aber natürlich auch jederzeit sterben kann. Wenn sich ihre Lage verschlechtert zum Beispiel. Reden wir noch ein bisschen mit der machen wir das jetzt echt auf hier unten? Joyce is already a supermom. Dr. Bell. Das macht man eigentlich nicht mehr, aber es scheint sie nicht zu stören. Sie raucht. Joyce used to hate smokers in the diner. Good morning, Max. Oh, you and Chloe are so much quieter now than when you were kids. I remember. It's nice waking up in your house again. Oh, William and I love it. Finally seeing you and Chloe together after all these years. After the accident. I wish I was a better friend. I know Chloe doesn't get many visitors. Oh, Max. You're Chloe's best friend for a reason. You're here exactly when she needs you. I hope so. I hope so. You guys do such an amazing job taking care of her. We can only do so much, and she gets damn sick of her parents. That's why it's so important you came to spend time with her. Max, Chloe's condition is not improving. Her respiratory system is very weak, and she... Do you know what I'm saying? Joyce, I'm so sorry you have to go through all this. Bad or good, I embrace every moment with my daughter and my husband.
This is what it means to be a family. And we'll always be one. No matter what. Das ist so krass. How are you doing, Joyce? I'm doing the best I can, Max. I won't lie. It's difficult. But nobody said life was easy here in Arcadia Bay. Do you know somebody named David Madsen? He, might hang out at the Two Wheels. Well, that was random. Yeah, he's a bus driver. He comes in sometimes. Cute, quiet. Why? Oh, I was just curious. You always were. Nice to see that everything doesn't change. Plus, you guys have to work, too. Bill and I have no time for ourselves. We're working more than we're living. I even had to take a part-time gig at Pan Estates. Ugh. Do you know the Prescotts? I know that Sean Prescott won't be happy until he owns everything in Arcadia Bay. Stay away from his son, Nathan. Was? Das ist ja ein Plot-Twist jetzt hier. So, what do you think is going on here with all of this eco-havoc? Maybe Arcadia Bay just wants to be left alone. I know the feeling. Honestly, I don't give a shit about too much outside our house. I don't blame you, Joyce. Except now we have dead birds and beach whales outside our front door. So maybe I should care, for Chloe's sake. I have to tell you how much I love seeing you and William together again. He's been such a hero through all this. Chloe and I are lucky to have him. Chloe and William seem like they still get along so good. Yeah, those two are closer now more than ever. Chloe will actually listen to William while she usually ignores me. Oh, it's so cute when they gang up on poor old me. You rule, Joyce. Shit, things would be different if I did. I like how you think, kid. I better get back to Chloe now. It's good talking with you, Joyce. You too, honey. Können wir überhaupt mit irgendjemandem darüber reden, was passiert ist? Können wir Chloe das erzählen? Look at them. They have no idea what's in their future. Was? Ist das nicht Nathan? Aber da steht with William und Chloe. Ich bin verwirrt. Wir haben keine... Es ist so geil, dass alle vorherigen Charakter einfach weg sind. Aber das sah aus wie Nathan. Keine Ahnung. Erklärung bitte in die Kommentare, falls ich bin ich gerade dumm. That is such a sweet shot of Chloe. I wonder who took the picture. Ja, sehr, sehr süß, vor allem das Gesicht. Sieht einfach aus wie so ein Meme. Oh Mann. So, schauen wir noch hier in die Schublade. William is trying so hard. He's still awesome. Gehen wir noch schnell in das Zimmer, in das ehemalige Zimmer von Chloe. Die Frage ist, wie geht's hier mit der Geschichte weiter? Und wie sieht's jetzt hier drin aus? Leer. Nichts. Komplett ausgeräumt. Voller Kartons. Too bad Joyce and William can't get any help from the Prescott Foundation. Thanks for keeping me up to date, updated, oder up to date, on Chloe's condition. I can only imagine the struggle you and William are going through. I am so sorry that I can't help you with a loan at this time, like everybody else. I'm underwater with my own medical bills. Please give Chloe a hug and my best wishes. Das ist lieb. They bought crutches for Chloe, hoping she might walk again. Aber das tut sie nicht. Toys? I kind of want to open this and see what's in here. Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, dass Chloe sterben wird. Shoes.
Chloe always did love stomping around in her boots. Das ist meine... I never heard much about William's brother. Hi, Bill. Sorry for not staying in touch since the accident. Work has been piling up and I'm being sent to Salt Lake City to oversee a new parking lot. You have to go where the work is these days. I wish I could have sent you a bigger check, but you know the story. Money is nobody's favorite thing. Maybe I'll send you next spring for a visit. Kiss Chloe and Joyce for me. Hang in there, Billy. Jeder schickt den Geld, das ist voll lieb und... I'm still overwhelmed by this new reality. Das ist so... And I feel so guilty for putting Chloe and her family through this. I could give Chloe the choice of keeping William alive, but that would be cruel. But then I see that they're a family again, and who am I to judge? Wisst ihr was? Ich hoffe so sehr, dass wir nicht entscheiden müssen irgendwann, ob wir dieses Leben oder das alte Leben haben möchten. Weil das ist eine Entscheidung, die ich nicht treffen möchte, ich weiß nicht, was ich... Das ist... Wie sie gerade schon sagt, auf der einen Seite hat sie in anderen Leben ihren Vater nicht. Aber hier... Hat sie alles, eine schöne Familie. Eigentlich ist alles cool, außer dass sie halt komplett querschnittsgelähmt ist. Es ist so schwierig. Ich weiß nicht, was ich besser finde. Eigentlich... Es ist schwierig. Ich möchte gar nicht drüber nachdenken. Es sei denn, ich muss irgendwann. Aber ihr könnt ja jetzt schon mal in die Kommentare schreiben, vielleicht... Wie ihr euch entscheiden würdet, welches Leben ihr habt behalten wollen würdet. I guess we stopped growing up together. Das wäre mal eine interessante Frage. Es würde mich wirklich interessieren. Gerne sehr ausführlich in die Kommentare. Ich würde auch sehr, sehr gerne mit euch diskutieren über das Thema. I'm sure this is a total coincidence. Wirklich, also... Bei dem Spiel würde ich mich über viele Kommentare freuen. Über alles, was irgendwie mit diesem Thema zu tun hat. Über Entscheidungen, die ihr treffen würdet. Wie ihr darüber fühlt und so weiter. Aber ich glaube, da kann man sehr gut miteinander drüber reden. Aber jetzt gehen wir erstmal zurück und bringen der Chloe Morphy um. Mal erstmal gucken wir uns nochmal dieses Papier an. Damn, this is just for Chloe's basic supplies. $8,587 für die Bonjour. That's great. They finally went to Paris. Ah. Ich kann also hier mit William vielleicht sprechen. Hello again, William. Nice to see you back. Paris. So you finally made it to Paris. Oui, as they say. Not me, because I can't speak French. But it was a great experience, especially for Chloe. I can see her loving it there. You guys rock for going on a family adventure like that. She talked about going to school there, but that's not practical anymore. It's not fair, Max. I have to go see if Chloe needs anything. You act like it's the last time. Okay, das hatten wir ja schon, das können wir überspringen. So, jetzt aber wirklich, bevor sie hier noch an ihren Kopfschmerzen krepiert. Und das meinte ich nicht wörtlich. Man sollte aufpassen, was man jetzt sagt. Give me the blue pill. I'm sorry. I'm nosy, but not precise. Go ahead and plug it right in. It's so easy. And painless. Okay, but get ready to yell for your folks if I screw up. Oh, trust me. I will. Of course, my pain just keeps getting worse. But you caught me on a good day. Max, I'm so grateful that I'm even able to hang out with you.
See, I'm getting mushy. I'm already high. You're so adorable. Do you want anything else? Stop me if I'm being too emo, but can you grab one of the photo albums over there? I'd like to check out some old pictures of us when we were kids. Please. My diary is like emo ground zero. Plus, Max Caulfield does not pass up a photo op with Chloe Price. Ever. Gehen wir direkt mal dahin. Können wir das Fenster vielleicht aufmachen? Nein. Nein, das war die Schublade. Despite everything, they're still a happy family again. Ah. Aber es war schon im Rollstuhl. It's cool that in this reality, Chloe really loves skating too. Tree flip or fall oder fail? Man weiß es nicht. So, jetzt aber hier das Fotobuch. Und das schauen wir mal uns gemeinsam an. Is that okay? Perfect. Oh my god. Look how little we are there. We look like toys. I remember that day by the lighthouse. My dad was pissed at us. He actually tried to give us a timeout. And you laughed at him. My dad would have banished me. Turn page. Whoa, awesome picture. We look so badass in our pirate gear. We should have taken over Arcadia Bay when we had the chance. There's still time for you. Ich, bei dem Spiel, ne, möchte ich am liebsten gar nichts sagen. Aber irgendwie, also in dieser Episode möchte ich so viel dazu erzählen, weil es einfach so ein... Ich bin gerade so begeistert, dass ein Spiel so ein Thema so in den Vordergrund stellt und das nicht nur so nebensächlich macht. Max, do you mind turning the page? I'm too busy, as you can see. Ja, ist ja okay, ich bin ja schon ruhig. Und ich sollte nicht flüstern. Oh man, there we are making pancakes. I love that shot of us. It's hard to believe my dad took that picture only 5 years ago. Literally seems like yesterday. I wish it was. Me too. This photo. Maybe I could. Nein. Listen, Max. My respiratory system is failing, and it's only getting worse. I've heard the doctors talking about it when they thought I was zonked out. So, I know I'm just putting off the inevitable while my parents suffer along, and I will too. This isn't how I want things to end. What? What are you saying? I'm saying that being with you again has been so special. I just wanted to feel like when we were kids running around Arcadia Bay and everything was possible, and you made me feel that way today. I want this time with you to be my last memory. Nein. Do you understand? Yes, I do. All you have to do is crank up the IV to 11. Dieses blödes Arschloch, ein bisschen bescheuert. Jetzt ist mein Controller aus. Wie viel Zeit habe ich? Fuck! Ich habe sogar eine dritte Option. Ich habe Zeit. Und ich weine. Ich weine. Ich weine in dem Let's Play. Ich bin so froh, dass ich keine Webcam angemacht habe. Oh Mann. Und das gebe ich auch offen zu, dass ich jetzt weine. Weil das ist krass. Ich überlege gerade wirklich, ob ich das... Ich versuche so zu handeln wie im echten Leben. Ich könnte das nicht. Ich glaube, ich kann das nicht. Ich kann sie nicht umbringen. Auch wenn sie mich bitten würde.
Obwohl, ihr geht's halt scheiße. Aber sie wird vermutlich so oder so sterben und so weiterzuleben. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich so nicht weiterleben wollen würde. Wollen würde. Aber Wisst ihr was? Schreibt mal bitte jetzt in die Kommentare, wie ihr entscheiden würdet. Schreibt's wirklich, also wirklich, wenn du an dieser Stelle angekommen bist, bitte, bitte, ich flehe dich an, schreib in die Kommentare, wie du dich entscheiden würdest. Und ich beende jetzt diese Folge, mach mir ganz, ganz viele Gedanken drüber und in der nächsten Folge entscheiden wir dann gemeinsam darüber, wie es weitergeht. Und mit gemeinsam ist gemeint, ich entscheide, aber ich möchte trotzdem eure Meinung hören. Zur nächsten Folge.